Durch die Gnade der Musik Mozarts widme ich dieses Requiem dem Andenken an meine geliebte Frau Felicia, die vor 10 Jahren starb. Besonders in dieser schönen Kirche verbindet sich der Anlass mit unseren 2 Urbelangen, dem Leben und dem Tod, aber auch mit unserer Fähigkeit, uns als reife Menschen der Sterblichkeit zu stellen. Ich kenne keine erfrischendere oder spontanere Äußerung zu diesem Thema als die Worte von Mozart selbst aus einem Brief von 1787 an seinen Vater, ganze 4 Jahre vor dem eigenen Ende des großen Amadeus. Ich möchte Ihnen einen kurzen Auszug aus diesem Brief vorlesen. Mon très cher Père, diesen Augenblick höre ich eine Nachricht, die mich sehr niederschlägt, dass Sie wirklich krank seien. Wie sehr ich einer tröstenden Nachricht von Ihnen selbst entgegensehe, brauche ich Ihnen doch wohl nicht zu sagen. Und ich hoffe es auch gewiss, obwohl ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer in allen Dingen das Schlimmste vorzustellen, daher Tod genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist. So habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht alleine nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit, Sie verstehen mich, zu verschaffen, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird doch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie von Herzen jedem meiner Mitmenschen.
Dungeons. So. Cogit omnes ante tronum,